bei uns heute hier zu Gast im Studio bei Radio Enjoy, der Mentalcoach von Sturm Graz, Dirk Riesdorn. Ich darf dich hier ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Hallo. Da, hallo. Hallo. Dirk, du kommst ja eigentlich aus Deutschland, aus dem Ruhrgebiet genauer zu sagen. Ja. Und was hat dich überhaupt hier verschleppt, nach Österreich zu kommen, hier zu arbeiten? Du bist ja selber Fußballprofi gewesen, hast bei Arminia Bielefeld das Tor gehütet. Ja, wie bist du hier nach Österreich gekommen und warum arbeitest du jetzt hier bei Sturm Graz als Mentaltrainer? Okay, also erst bin ich mit dem Auto hier rübergekommen. Nein, meine Frau ist gebürtige Steirerin, sie kommt aus Graz. Und wir haben uns vor 5,5 Jahren kennengelernt. Und dann habe ich halt gesagt, oder haben wir gesagt, wir gehen nach Österreich, schönes Land. Lockere Mentalität, ja, und jetzt leben wir hier. Du bist jetzt Mentalcoach bei Sturm Graz. Was kann man sich unter Mentalcoaching überhaupt vorstellen? Was machst du mit den Spielern? Was ich mit den Spielern mache? Okay, wir haben also erst einmal ein Teambuilding-Seminar gemacht. Das heißt, die Aufgabe ist, dass die Spieler oder auch normale Menschen wieder an ihre Leistungsstärke glauben, dass man halt Sachen macht, die nicht in der Theorie vervollständigt werden, sondern wirklich, dass man in eine Praxis reingeht, dass sie wieder an sich glauben und dass sie halt eine Stärke kriegen, persönliche Stärke. Wie oft findet dann so ein Teambuilding oder so ein Coaching statt? Ist das Einzeltraining oder wird es immer in der Gruppe gemacht? Wie kann man sich das genau vorstellen? Ja, also bei Sturm war es erstmal mit der ganzen Mannschaft und dann haben sich halt ein paar Spieler rauskristallisiert, die gesagt haben, wir möchten gerne Mentalcoaching machen und dann spreche ich halt mit den Jungs und dann fahren wir oft zum Schwarzen See, machen intern mit 4, 5 Leuten halt Mentalcoaching, Kommunikationstraining, Konzentrationstraining, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Sache heutzutage beim Fußball. Unterscheidet man da auch, was man zum Beispiel mit Torhütern beim Mentalcoaching macht oder mit Stürmern, oder kann man das nicht so genau sagen? Ja gut, die Torhüter sind ja so eine eigene Welt. Die brauchen so ein bisschen mehr Zuspruch. Aber grundsätzlich machen wir immer das Gleiche, vielleicht bei Einzelgesprächen doch dann halt auf die Person persönlicher Gespräche, ja. Du bist jetzt hier bei Sturm Graz. Gibt es auch andere Vereine, die du betreust, oder Einzelsportler? Ja, Einzelsportler sind so mittlerweile 15, 20 Leute. Christian Grazer von Sturm Graz und Marc Prettenthaler, um einige zu nennen. Dann habe ich Rot-Weiß Köln trainiert, Hockeyclub in Deutschland. Die sind deutscher Meister geworden. Ja. Ein Damenteam hat auch mal Spaß gemacht, mit 20 verrückten Damen zu machen. SV Graller habe ich letztes Jahr trainiert, mal die Hinserie. Das war dann so ein Weihnachtsmärchen, was sie alle gesagt haben. Die waren dann 8 Spieltage hintereinander unbesiegt. Jetzt zurzeit trainiere ich noch Mentalcoaching bei Mooskirchen. Soll auch Torwarttrainer da oder macht den Torwart da so ein bisschen frisch. Ich habe auch Bad Aussee trainiert. Man sieht auch, es ist nicht immer hundertprozentig gesagt, dass du Erfolg hast. Bad Aussee ist trotz dieses Mentalcoaching abgestiegen, aber das gehört nun mal dazu. Zum Sieg gehört natürlich auch eine Niederlage. Das ist ja jede Menge, das, was du hier gerade erzählt hast. Ich habe auf deiner Internetseite griesdorn.com so einige Kommentare gelesen, ja, über dich, was deine Arbeit anbetrifft. Unter anderem auch von Richard Wenner, der bei LASK Linz spielt. Ja. Und der sagte, alles, was du anfängst oder angreifst, wird zu Gold. Hat man da überhaupt noch Ziele? Ja, ich habe sehr große Ziele. Also Ziel ist für mich natürlich, den Bekanntheitsgrad natürlich noch höher zu machen, gerade im sportlichen Bereich. Ziel ist natürlich zu heiraten, das gehört natürlich auch dazu, einen Ausgleich zu finden. Wenn ein Mensch keine Ziele mehr hat, dann ist so und so vorbei. Und ich denke mir, gerade das sollten auch die Jungs, oder das vermittle ich den Jungs, dass Ziele immer ganz, ganz wichtig sind. Ja, schön. Danke, Dirk, dass du hier warst, bitte, und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, das, was du tust. Und wir wünschen dir und Sturm Graz natürlich ganz, ganz viel Erfolg für die kommende Saison. Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Enjoy Radio-Hörer, er ist 26 Jahre alt, er wurde in der vergangenen Saison, in der Saison 2007-2008, zum besten Bundesliga-Torhüter gewählt hier in Österreich, und er ist, wenn man den Teilnehmerinnen der Sommer Radio High School glauben kann, gut aussehend, und er ist bei uns hier im Studio, der Torhüter vom SK Bundigammer Sturm Graz, Christian Grazey. Hallo. Hallo Christian, schön, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Du bist heuer zum besten Torhüter, oder letzte Saison zum besten Torhüter der Liga gewählt worden, der höchsten österreichischen Liga. Bedeuten dir solche Auszeichnungen etwas? Ja, es ist natürlich eine schöne Auszeichnung und zeigt, was man alles aufnehmen hat müssen, welche Mühen. Und ja, es ist aber gleichzeitig ein Ansporn, dass man so weiterarbeitet und vielleicht die nächste Auszeichnung wieder einheimsen kann. Okay, so, jetzt die letzte Frage. Wie sehr profitierst du von Mentalcoaching? Ja, also ich bin glücklicherweise vor einem Jahr in etwa zum Dirk Riesdorn gekommen. Ja. Und ich muss sagen,
im letzten Jahr ist wirklich stetig bei mir bergauf gegangen. Für die Verletzung kann ich nichts, aber gerade in der schweren Phase hat er mich super unterstützt und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt in meinem Leben, wo ich wieder zur alten Leistung zurückfinden kann. Dankeschön, Christian Gratze, super, dass du bei uns warst. Danke sehr. Tschüss.